Hallo zum vierten Teil der Reihe Grundlagen der QT-Programmierung. Diesmal wird die Mandelbrotmenge als richtige Grafik dargestellt in einem richtigen Fenster. Das Programm wurde entsprechend angepasst und einige Funktionen wurden auch geändert. Das jetzige Programm ist natürlich als Download in der Videobeschreibung. Das ist noch etwas ineffektiv, weil jetzt praktisch nur das Nötigste umgesetzt wurde, um überhaupt eine Grafik darstellen zu können. Also an der Umsetzung wird im nächsten Teil noch gearbeitet. Was ist überhaupt geändert worden? Zum einen ist geändert worden der Projekttyp natürlich. Also in der Datei .pro, also der Project-Datei, wurden zwei Module hinzugefügt, nämlich das Modul GUI und das Modul Widgets. Das Core-Modul, das ursprünglich benutzt wurde, enthält nur, wie der Name schon sagt, die Core-Anwendungen für die Textkonsole und die wichtigsten Funktionen. GUI sind alle Elemente, die ich brauche, um ein Fenster zu erstellen, um im Betriebssystem zu kommunizieren. Und bei Qt ist der Begriff Widget im Prinzip alles, was der Benutzer anklicken, anstupsen und irgendwie rumschubsen kann. Also alle grafischen Elemente, die Bestandteil einer GUI sind, sind im Endeffekt Widgets. Selbst das Hauptfenster ist im Prinzip nur ein Widget. Hier wird das Prinzip von C++ benutzt, dass ich halt Klassen ableiten kann und halt Funktionen einer Klasse in eine andere übernehmen kann und zusätzlich noch Funktionen hinzufügen kann. Da kommen wir aber später zu. Der Rest der Project-Datei ist unverändert geblieben. Was sich natürlich auch geändert hat, ist der Start. Hier gab es nur eine geringfügige Änderung, und zwar der Applikationstyp wurde von Q-Core Application auf Q-Application geändert, weil ich jetzt natürlich ein Programm habe, das eine GUI benutzt und das muss mit dem Betriebssystem kommunizieren können. Dafür gibt es sogenannte Message- und Signalhändler, weil alle Programme damit mit dem Betriebssystem kommunizieren. Und bei Qt ist der nötige Datentyp hier Q-Application. Der Aufruf ist derselbe wie bei Q-Core Application, nur mit dem Unterschied, ich habe jetzt ein bisschen mehr Power im Hintergrund, sagen wir es mal so. Dann gibt es als nächstes eine neue Klasse, nämlich die Klasse UI. Die enthält das Hauptfenster. Also das ist das Hauptfenster. Und zu dem Hauptfenster gehört noch ein Menü, wo nichts drin ist, weil es gibt noch keine Menüfunktionen. Ich kann das Fenster maximieren. Und gucke es zurück. Und auch beliebig in der Größe verändern. Und natürlich, ich kann das Fenster schließen. Zu dieser Klasse UI kommen wir gleich. Wenn ein Fenster, ein neues Hauptfenster erstellt wird, würde ich natürlich das Fenster anzeigen. Dafür gibt es in dieser Klasse eine Funktion, die heißt Show, also zeig es an. Nach den Parametern und Argumenten, in der es erstellt wurde, kommen wir gleich zu. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, den Q-Application von Q-Core-Application unterscheidet. Es gibt jetzt einen Händler, der alle Nachrichten und Signale vom System abarbeitet und auch meine eigenen Signale. Das ist die Funktion exec, die jetzt im Prinzip in die Hauptschleife springt und sich um alles kümmert. Mein Hauptprogramm besteht im Prinzip nur aus dem, was man gerade auf dem Bildschirm sieht. Ich habe den Start, ich lege die Applikation an, wie immer, ich mache mein Hauptfenster auf, öffne das Fenster,
gehe in den Prozesshandler und fertig. Anschließend, wie auch in der letzten Version, ich beende meinen Prozess, sage, okay, ich bin fertig, lösche sowohl das Hauptfenster als auch den Prozess selbst und beende mich dann selbst komplett und gebe mit Fehlercode 0, also kein Fehler, ans System zurück. Die Klasse UI, also heißt bei mir die Datei UI Hauptfenster, weil es wird später noch eine andere Klasse geben für die Einstellungselemente, indem ich Parameter und so weiter verändern kann. Jetzt habe ich dasselbe Konzept wie in der letzten Version des Programmes, dass die Parameter der Mandelbrotmenge selbst noch fest kodiert sind, weil es gibt noch keine Möglichkeit, die Parameter zu ändern. Die Definition der Klasse ist dasselbe wie im letzten Mal. Ich habe den Namen UI, mache aber jetzt eine Ableitung. Durch den Doppelpunkt sage ich, ich möchte gerne alle Funktionen aus der Klasse QMainWindow übernehmen und deren Eigenschaften. Damit mache ich eine Ableitung und kann jetzt in meiner Klasse die Funktionen abändern, die ich gerne modifizieren möchte. Dazu kommt noch eine Besonderheit von Qt, nämlich das Makro QObject. Dazu muss man jetzt wissen, Qt wurde in einer Zeit entwickelt, als nicht alle, also noch ein, so formuliert, es wurde in der Zeit entwickelt, als noch nicht alle Compiler die Funktionen von C++ hatten, wie wir sie heute kennen. Sehr viele Systeme wurden unterstützt, aber halt die Compiler verschiedener Hersteller haben sich anders verhalten. Das war ein großes Problem und Qt hat das Ganze dadurch entwickelt durch den sogenannten Meta-Object-Compiler. Das heißt, der GNU-Make, der die Programme erstellt, also praktisch das Project-File ausliest, das liest alle Source-Files von mir und ist in der Lage, zu erkennen, was ist eine Qt-Klasse. Das kennzeichne ich durch das Makro Q-Object und erstellt jetzt Code im Hintergrund. Und zwar dieser Code sorgt dann dafür, dass sich das Programm auf allen Systemen und allen Compilern identisch verhält. Dieser Prozess läuft komplett im Hintergrund. Man sieht ihn nur beim Bauen des Programms. Ansonsten habe ich als Programmierer damit nichts am Hut. Das verhält sich an allen Systemen identisch. Es gibt wie immer im Public-Bereich den Konstruktor und Destruktor, also Aufbau der Klasse und Beenden der Klasse. Es gibt zurzeit eine private Variable, die nur innerhalb der Klasse zur Verfügung steht, nämlich den späteren Layout-Manager. In diesem Fenster werden später auch die Einstellungselemente sein. Und die werden auch als Widget aufgebaut, genauso wie jetzt auch das Hauptfenster, also der Hintergrund, als Widget besteht. Und der ist zurzeit alleine. Und das wird später ein sogenannter Layout-Manager, dass ich sagen kann, in welcher Position des Fensters sind welche Elemente, die sich wie zueinander verhalten. Und es gibt ein neues Element, nämlich Protected. Ich muss, um die Funktionen von dieser Klasse nutzen zu können, einige bestehende Funktionen mit eigenen Elementen überladen. Und zurzeit brauche ich den sogenannten Event-Händler, den Paint-Event-Händler. Dieser wird aufgerufen, wenn sich irgendeine... Das Problem ist, das Fenster, was man sieht, wird nicht so gespeichert. Das System benachrichtigt die Applikation, irgendwas hat sich geändert, bitte zeichnet dein Fenster neu. Und das ist ein sogenanntes Paint-Event. Und durch das Abfragen, also Abfangen dieses Events, sagt mir das System, zeichne dich neu. Ganz kurz gesagt.
Und das war es praktisch in der Header-Datei für diese Klasse. Die Klasse selbst sieht relativ übersichtlich aus, weil es halt nur die Grundfunktionen sind. Und zwar, ich habe wie immer meinen Konstruktor, also Name, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Name. Und dort mache ich einige Grundeinstellungen. Ich sage zum Beispiel, wie der Fenstertitel sein soll. Also das ist Grundlagen-Mandelbrot-Menge mit QT. Das ist das, was man hier oben sieht. Ich sage, welche Eigenschaften ich möchte. In dem Fall sage ich, dass ich das Fenster maximieren und minimieren kann, sowie in der Größe ändern kann. Das sind dann praktisch die Buttons. Und ich kann, wie gesagt, beliebig die Größe ändern. Ich mache eine initiale Größe vom Fenster. Und ich muss das Fenster an sich, wenn ich das Fenster nur öffne, ist es nackt. Es enthält außer der Window Decoration, also den Randbereich, wo ich mit der Maus anfassen kann, beziehungsweise wo meine Elemente sind, nichts. Also der Hintergrund wäre jetzt grau. Und durch Hinzufügen eines Q-Widgets als sogenanntes Central Widget gebe ich praktisch den Hintergrund. Ich sage es mal so, ich definiere damit den Hintergrund und das ist das Widget, was praktisch die unterste Ebene von meinem Programm ist, also von meiner Anzeige. Ich kann mehrere Fenster natürlich haben, aber es gibt nur ein Main Window, das praktisch den Hut auf hat. Und das Konzept ist immer dasselbe bei Qt. Ich mache ein neues Widget, also New Widget. Das Argument this heißt, dass ich praktisch jetzt mich selber referenziere. Ich übernehme die Größe des Widgets und zwar sage, ich möchte die Größe des Fensters haben. Weil mit den Funktionen width und height bekomme ich zurückgegeben, wie groß mein Element und wie breit mein Element zurzeit ist. Und mit Z-Geometrie sage ich vom Pixel 0,0, also x-y-Koordinate, x0, y0, mit der Breite Width und der Höhe Height, bekomme ich ein Widget mit exakt der Größe vom Hauptfenster. Und dieses Widget setze ich dann als Hauptelement. Damit war's. Der Destructor ist noch leer. Und als Inhalt des Widgets zeichne ich meine Mandelbrotmenge. Ich habe den eben angesprochenen Event-Händler zum Zeichnen, also Paint-Event. Wenn sich irgendein Element im Fenster ändert, sagt mir das System, mal dich neu. Und das mache ich, indem ich zuerst einen sogenannten Q-Painter anfordere. Das Zeichnen in ein Fenster ist nicht wie früher bei alten Systemen wie bei Amiga zum Beispiel, dass ich mich direkt um die Grafik kümmere und halt die Bitmaps selbst zeichne. Und dabei muss ich aber wissen, wie die Grafikkarte intern arbeitet. Ich mache es bei Qt und auch bei allen anderen Systemen praktisch abstrahiert. Ich zeichne irgendwelche Pixel in irgendwelchen Größen. Überlasse es aber dem Betriebssystem bzw. dem Treiber, wie exakt das Ganze gezeichnet wird, also physikalisch gezeichnet wird. Der interne Aufbau der Grafikkarte interessiert mich überhaupt nicht, muss mich auch nicht interessieren. Und dafür gibt es den sogenannten Q-Painter, mit dem kann ich nicht nur Bildschirm zeichnen, mit dem kann ich auch drucken, indem ich einfach ein Device definiere und sage, da will ich jetzt irgendwas drauf erstellen. Und ich kann abfragen, welche Eigenschaften das hat und so weiter.
muss mich aber um die physikalischen Eigenschaften nicht selbst kümmern. Und ich sage mit Beginn, jetzt geht's los, ich starte jetzt praktisch das Paint-Event, also ich fange jetzt an zu zeichnen, mache irgendwas und wenn ich fertig bin, sage ich, ich bin fertig, stelle es dar. Und ich mache irgendwas, ist in diesem Fall die besagte Mandelbrotmenge, das ist dieselbe Funktion wie beim letzten Teil, aber jetzt geändert. Die Klassenableitung ist dieselbe, also Klasse heißt Mandelbrot, das Objekt heißt dann Menge. Und in dieser gibt es die alte Funktion berechnen, jetzt aber mit zwei Argumenten. Zum einen ist das Argument 1, dass ich mein Q-Widget, welches die unterste Ebene ist, als Argument übergebe, dass ich weiß, wie groß ist das und eine Adresse auf den sogenannten Q-Painter, also das Element, in dem ich dann in dieser Klasse malen kann. Also die Grafik selbst erstellen. Die Funktion, wie gesagt, Mandelbrotmenge, also Mandelbrot, ist identisch von der Funktion wie in der alten Version, außer halt, dass jetzt die grafischen Elemente hinzugefügt wurden. Die Initialisierungsfunktion ist noch identisch, aber halt immer noch fest, das ändert sich erst im nächsten Teil. Zwei Elemente, nämlich die Breite und Höhe, sind weggerutscht in die Funktion Berechnen. Ich habe den Iterationszähler jetzt auf 256 erhöht, weil jetzt mehr Zeichen, also mehr Farbe dargestellt werden kann. Die Textversion war ja auf 32 begrenzt, weil natürlich es nicht Sinn macht, so viele Zeichen zu benutzen, weil es ja nur eine Textdarstellung ist. Jetzt, wenn ich die echte Grafik mache, kann ich natürlich den Farbumfang komplett ausschöpfen. Das ist jetzt mein Aufruf von der Berechnen-Funktion. Und die hat, wie gesagt, zwei Argumente. Zum einen das Q-Widget. Das ist der Zeiger auf das besagte Q-Widget-Objekt, das mein Hintergrund ist, auf das ich zeichnen werde. Ich brauche diesen Zeiger deshalb nur, um zu erfahren, wie groß ist das Widget. Und das Paint-Element ist praktisch der besagte Painter, mit dem ich dann die eigentliche Grafik zeichne. Die Funktion ist ansonsten großenteils unverändert. Es gibt nur kleinere Änderungen. Zum Beispiel, ich frage am Anfang direkt ab, ist das Widget überhaupt sichtbar? Weil ich kann Widgets ausblenden in einem Programm bzw. überlagern mit anderen. Wenn sie unsichtbar sind, kann mir das System sagen, ist es überhaupt sichtbar? Lohnt es sich überhaupt, irgendwas zu zeichnen? Es ist eh nicht sichtbar. Und die Funktion isVisible gibt True zurück, wenn das Widget sichtbar ist. Also es lohnt sich, es zu zeichnen. Ich mache eine Invertierung und sage, wenn es false ist, also nicht sichtbar ist, gehe ich sofort zurück und nichts ist passiert. Ansonsten mache ich weiter und frage jetzt, das ist der Grund, warum ich überhaupt das Q-Widget brauche. Ich frage jetzt, wie breit bist du und wie hoch bist du? Da die Funktion, die Variable Spalten und Zeilen war früher an dieser Stelle. Tatütata. Gruß aus der Isarvorstadt, das geht alle 10 Minuten so. Und diese Funktion ist im Prinzip jetzt umgezogen, weil ich jetzt ein Q-Widget habe und das kann sich jederzeit in der Größe ändern. Deshalb muss ich immer abfragen, wie groß bist du? Der Rest der Berechnung ist identisch geblieben mit der vorigen Version. Ich habe, wie gesagt, meine Spalten und Schrittzahlen für Spalte und Zeilen.
Ich habe meine zwei komplexen Zahlen, um die Berechnung zu starten. Also es ist alles gleich geblieben. Der einzigste Punkt, der sich geändert hat, sind zwei. Zum einen, ich muss erstmal eine Farbe finden, also eine richtige Farbe. Bei der alten Funktion habe ich an dieser Stelle praktisch gesagt, wenn du in der Menge bist, nimmst du das Leerzeichen als Farbe in Klammern und wenn du nicht in der Menge bist, nimmst du die Anzahl der Iterationen plus den ASCII-Code vom Leerzeichen und ich habe dann irgendwelche Werte zwischen 32, also Leerzeichen, 33 ist das Ausrufezeichen und so weiter und habe dann praktisch die Buchstaben als Grafiktext als Satz benutzt. Jetzt kann ich eine echte Farbe zeichnen und mache die klassische Darstellung. Wenn ich innerhalb der Mandelbrotmenge bin, ist der Punkt schwarz. Die Farben werden als RGB-Werte angegeben und schwarz ist rot 0, grün 0 und blau 0. Es gibt einen Datentyp, der heißt Q-Color. Dort kann ich auf mehrere Arten die Farbe definieren. Und in diesem Fall nutze ich die Funktion setRGB, dass ich die Farbe definiere aus einem RGB-Wert. Der RGB-Wert kann von 0 bis 255 reichen, also 0 heißt 0% und 255 ist maximal. Wenn ich aber außerhalb der Menge bin, also irgendeine Iteration habe, dann versuche ich, eine Farbe zu berechnen, um die sinnvoll darzustellen. Was sinnvoll ist, ist jedem selbst überlassen. Also das hier, der schwarze Teil, ist der Teil, der innerhalb der Menge ist. Und alles, was bunt ist, ist außerhalb der Menge. Dafür gibt es halt die Funktion Farbe. Das ist die Funktion, die ich definiert habe als private. Also diese Funktion kann ich nur aufrufen, Entschuldigung, innerhalb meiner eigenen Klasse. Dann gibt es im Painter die Funktion setPen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, alle anderen Grafikoperationen ab jetzt laufen mit diesen Eigenschaften, also welche Vordergrundfarbe, welche Hintergrundfarbe, welche Schriftart. Also ich kann jetzt alles praktisch sagen im Painter, in welcher Form wie gezeichnet werden soll. In diesem Fall beschränke ich mich aber darauf, dass ich nur die Farbe festlege. Und dann kommt die kleinste und einfachste Funktion, nämlich zeichne ein Pixel. In dieser Farbe, die im setPen dann definiert wurde. Und das Pixel wird als XY-Koordinate angegeben, wie im klassischen Koordinatensystem. Und das war's. Der Rest der Funktion ist, wie gesagt, nochmal identisch mit der Berechnung. Und die Funktion Farbe. Ich habe jetzt hier eine ganz einfache Lösung gefunden. Ich habe eine Palette und das ist ein Farbverlauf von Rot nach Gelb. Der ist dargestellt als RGB-Wert und zwar 256 RGB-Werte. Es ist immer halt Rot, Grün, Blau. Rot, Grün, Blau. Das nennt man RGB8, also dass jeder RGB-Wert ist mit 8 Bit von Bereich 0 bis 255 festgelegt. Und das ist ein Array mit besagten Werten, also 3x256 Farbwerte. Und wenn ich jetzt reingehe, hole ich erstmal meinen Index, also die Iterationsanzahl, die ich von der Funktion bekomme, oben drüber, wo er mir sagt, wie viele Iterationen habe ich gemacht. Da ich aber nur 256 Einträge habe, muss ich ein Modulo machen. Da ist irgendwas falsch, das müsste dann der sein. Muss ich ein Modulo machen, nämlich gib mir den Restwert
weil ich jetzt die Palette praktisch durchlaufe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 257 den Eintrag wählen würde, würde ich dann praktisch mit dem Modulo 256 1 bekommen. So bin ich sicher, dass ich, egal welchen Wert ich hier übergebe, ich habe immer nur einen Zielwert innerhalb meines Arrays, der jetzt nicht 256 Einträge überschreiten kann. Dann mache ich eine Hilfsvariable, nämlich dreimal ein Qint 8. Das ist der Dateityp für einen RGB-Wert. Also R ist eine Variable, G grün ist eine Variable und B blau ist auch eine Variable. Wieder im Bereich von 0 bis 255. Und jetzt muss ich wissen, wo in meinem Array bin ich mit der Farbe. Ich brauche einen Index. Ich weiß, ich habe drei Werte pro RGB-Wert. Wenn ich zum Beispiel die 10. Farbe möchte, muss ich halt sagen, den Index mal 3. Und ich bin dann hier irgendwo als Beispiel im 10. Wert. Und ab da kann ich dann die nächsten drei Werte auslesen. Das mache ich jetzt hier mit R, ist dann der aktuelle Wert, also das ist der Name der Palette, mein Index. Und nachdem der Index gelesen wurde, wird der Index um 1 erhöht. Das ist das Plus Plus danach. Dasselbe mache ich dann mit dem grünen Wert. Ich lese ihn aus meinem Array ab Indexposition aktuelle, erhöhe danach nochmal den Index um 1 und mache das Ganze dann mit dem blauen Wert. Allerdings diesmal ohne Erhöhung, weil der blaue Wert ist der letzte Wert. Und den baue ich jetzt als Q-Color zusammen. Bei Q-Color kann ich sagen, aus dem RGB-Wert, gib mir Q-Color mit R, G und B und gib mir einen echten Q-Color-Datentyp zurück. Den übergebe ich mit Return. Und wie gesagt, der kommt dann hier raus, wird dann übernommen in die Variable Pixelfarbe und Pixelfarbe wird dann hier gesetzt. Wie gesagt, das Programm ist jetzt relativ einfach, weil ich jetzt hier keine Rücksicht nehme, ob die Grafik schon mal berechnet wurde. Ich tue bei jedem Paint-Event die Grafik komplett neu berechnen. Das ist natürlich ineffektiv, weil es zurzeit keine Speicherung gibt. Das wird sich in der nächsten Programmversion ändern und da wird es auch die Möglichkeit geben, diese Parameter zu ändern. Also sprich, es wird hier oben ein Menü geben, einen Menüpunkt geben, wo ich auch Operationen anwählen kann, wie zum Beispiel Speichern der Grafik als PNG-Datei. Es wird hier die Möglichkeit geben, die Parameter zu ändern, neu zu berechnen, also mit dem geänderten Parameter, durch einen Doppelklick in die Menge diesen Bereich einzuzoomen und natürlich, es wird die Möglichkeit geben, mehrere Paletten zu definieren, also wie soll es eingefärbt werden. Das wird jedem selbst überlassen sein. Ich mache dann nur ein paar Beispiele. The sky is the limit, was die Farbgebung angeht. Jo, das war es jetzt zu diesem Teil. Wie gesagt, der Quellcode ist als Download verfügbar. Und ich wünsche eine schöne Zeit.